Was ist denn los? Hast du die Kommentare durchgelesen? Weil alle so fett sind. Das ist so gemein. Aber Phil, das ist doch nichts Neues. Was geht ab, Leute? Willkommen zu Good to Know. Flappy Bird ist das Spiel der letzten Tage. Jeder redet momentan darüber und fast alle regen sich über die kostenlose App auf. Und zwar so sehr, dass Entwickler Dong Jing Ding, wie auch immer. Der hat sich zumindest dazu entschlossen, die App vom Markt zu nehmen. Nun, kurze Zeit nachdem das Spiel vom Markt verschwunden war, sind auf eBay schon die ersten iPhones aufgetaucht, auf denen das Spiel installiert ist. Und die wurden dann für über 1000 Dollar dort verscherbelt. Ihr müsst euch vorstellen, so ein neues iPhone kostet in den USA irgendwas mit 800 Dollar. Da haben die Spastis richtigen Gewinn gemacht. Und so ein paar Abzockerspinner wollten ein iPhone 5S mit Flappy Bird sogar für ganze 100.000 Tacken verkaufen. Der App-Entwickler hat mit diesem Game übrigens das Geschäft seines Lebens gemacht. Pro Tag soll er damit nämlich ganze 50.000 Dollar durch Werbeeinnahmen gemacht haben. Mittlerweile wurde die App übrigens schon ganze 50 Millionen Mal runtergeladen. Wie sieht's mit euch eigentlich aus? Zockt ihr das Game? Findet ihr das gut? Und macht es euch so richtig aggressiv? Oder eher nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Am Montag bin ich mal wieder durchs Internet gesurft und habe die ganzen News-Seiten besucht. Dann ist mir ein Thema aufgefallen, was mich einfach mega schockiert hat und wo ich unglaublich sauer bei geworden bin. Denn der Kopenhagener Zoo hat eine 1,5-jährige kerngesunde Giraffe einfach so umgebracht. Der Zoo rechtfertigte sein Handeln, indem sie sagten, zum einen, dass zu wenig Platz im Zoo war, zum anderen, dass Inzuchtgefahr herrschte. Des Weiteren sagte der Zoodirektor, dass sie keinen anderen Zoo gefunden haben, der das Tier an sich genommen hätte. Und das ist unglaublicher Blödsinn, denn ein britischer Zoo hat gesagt, dass sie die Giraffe haben wollen. Über 25.000 Menschen haben übrigens eine Petition unterschrieben dafür, dass die Giraffe weiterleben kann. Ja, das hat im Zoo aber ja niemanden so wirklich interessiert. Das Tier wurde dann mit einem Bolzenschussgerät getötet. Und tatsächlich, vor Passanten mit richtig vielen Kindern, wurde das Tier dann auch noch zerstückelt und den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Und der Zoodirektor ist wahrscheinlich so der unsympathischste Mensch auf diesem Planeten. Denn er hat stolz verkündet, dass er es gut findet, dass er Kindern die Anatomie von Giraffen näherbringen konnte. Mich hat es ohne Scheiß richtig krass getroffen, weil ich das richtig widerlich und schlimm finde. Deswegen schreibt eure Meinung doch gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ja, schreibt es einfach mal rein, weil ich das wirklich finde. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Und zwar wollte ein Mann seine Frau bei eBay verkaufen. Oh, gar nicht so schlecht. Der Brite hat seine Freundin für 99 Pence auf der Seite angeboten. Eigentlich war das Ganze nur als Scherz gedacht, aber schlussendlich haben da wirklich Leute mitgeboten. Einer britischen Zeitung gegenüber hat er gesagt, dass er total verwundert war, dass überhaupt jemand seine Frau haben möchte. Das muss wahre Liebe sein. Insgesamt geboten wurden 700 Pfund. Und das von 50 Interessenten. Aber wirklich Mühe gegeben, seine Freundin loszuwerden, hat er eigentlich nicht. Denn er hat die Auktion betitelt mit alte Frau. Und das Bild seiner Freundin war auch nicht gerade vorteilhaft. Und wer sich jetzt denkt, ey, die muss den doch auf jeden Fall verlassen haben, nix da. Die sind immer noch zusammen. In einem Interview sagt er nämlich, sie weiß, dass ich sie für nix in der Welt verlassen würde. Ja, gut gerettet, du Schlingel. Jetzt noch eine News, die ich euch unbedingt näher bringen möchte. Und zwar geht es um die Band Killerpilze. Einige kennen die vielleicht noch und die, die sie nicht kennen, ihr müsst euch die Musik geben. 2014 wollen die Jungs nämlich wieder ein neues Album rausbringen und tatsächlich fehlt es ihnen an Geld. Deswegen haben sie auf Startnext eine Kampagne gestartet, um insgesamt 55.000 Euro zu sammeln. Mit dem Geld wird dann alles finanziert, was mit diesem Album zu tun hat. Also die Aufnahme, die Produktion der CDs, aber auch Musikvideos und weiteres. Die Band hat damals tatsächlich in der Zeit von Tokyo Hotel angefangen und wurde deswegen immer als rockiges Pendant zu Tokyo Hotel gesehen, was schon immer Bullshit war. Dieses Teenie-Image haben sie mittlerweile aber komplett abgelegt und sind nun tatsächlich zu einer ernstzunehmenden Rockband geworden. Die Stadt klingt immer noch nach uns. Jetzt und immer.
Weil ich sie seit Jahren feiere, möchte ich auch einfach weiterhin gute Musik dieser Jungs hören. Und vielleicht geht's euch ja genauso. Deswegen auch nochmal mein Aufruf, wenn ihr gerade ein paar Euro locker habt und denkt, ja, geile Musik, die kann man unterstützen, dann spendet doch ein paar Euros. Ich habe es natürlich auch getan. Für alle, die sich dafür interessieren, was die Jungs so für Musik machen, denen habe ich ein paar Links unten in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt seid wieder ihr an der Reihe. Viel Spaß mit Good to Know You. Hi, ich bin Simon von Fun Mosquito und mir gefällt an Good to Know, dass aktuelle Themen so knackig auf den Punkt gebracht werden. Ja! Yeah! 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 Fuck yeah! Das war's mit Good to Know für diese Woche. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Weiter geht es jetzt oben mit der letzten WhatsApp. Unten geht's zur letzten Good to Know. Und wir sehen uns am Freitag wieder, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, habt eine grandiose Zeit auf YouTube. Und bis dann, peace and out. Woohoo!